Neben mir liegt schon mein Tagebuch und um das soll es heute auch gehen. Wir reden heute wieder über das Thema Tagebuchschreiben, aber nicht so ganz um das normale Tagebuchschreiben, denn ich werde euch heute eine Methode vorstellen, mit der ihr eventuell besser Tagebuch schreiben könnt. In den letzten Monaten habe ich mir Tagebuchschreiben wirklich zu einer Gewohnheit gemacht. Immer noch sehr froh darüber, denn ich denke, wir alle kennen momentan die positiven Aspekte, die bei dem Tagebuchschreiben resultieren und mitwirken. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht und falls dich interessiert und du auch gerne Tagebuchschreiben zu einer Gewohnheit machen möchtest, kannst du mal hier oben links bei dem i vorbeigucken. Ich habe genau zu diesem Thema Tagebuchschreiben als Gewohnheit schon mal ein Video gemacht. Dennoch gibt es bestimmt trotzdem Leute, denen Tagebuchschreiben sehr schwer fällt und ihnen auch vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber sie trotzdem ihre Gedanken irgendwie aufschreiben wollen und trotzdem diese positiven Aspekte durchleben und haben wollen. Und für die Leute ist genau dieses Video, und ich halte mein Tagebuch hoch, aber eigentlich brauche ich das gar nicht für das Video. Hier aber eine bildliche Anschauung, so sieht mein Tagebuch aus. Es geht heute um das Thema Intentional Journaling. Also im Deutschen wäre das dann irgendwie so absichtliches Tagebuchschreiben oder Tagebuchschreiben mit Intention. Es klingt im Deutschen nicht so schön wie im Englischen, deswegen bleibe ich beim Intentional Journaling. Ich denke, ich bin die erste deutschsprachige YouTuberin, die darüber ein Video macht, da ich das jetzt noch keins gesehen habe. Aber ich finde diese Methode richtig gut und benutze sie auch selbst gerne, auch wenn ich Tagebuch richtig schreibe, aber noch so als Zusatz. Und deswegen werde ich es heute euch vorstellen. Also viel Spaß bei dem Video. Jetzt fangen wir auch mal direkt an. Okay, aber erstmal die Frage, warum hilft uns dein Intentional Journaling viel besser als normales Tagebuchschreiben, beziehungsweise warum sollte es für dich einfacher sein? Ja, also beim Intentional Journaling geht es darum, dass du mit einer Intention Tagebuch schreibst. Also, dass du nicht einfach so drauf losschreibst, sondern dass du eine richtige Fragestellung hast, mit der du dich beschäftigst. Das heißt, wenn du Tagebuch schreibst, wirst du am Ende immer irgendeine Antwort finden und du wirst ja irgendwie daraus lernen und du wirst nicht nur irgendwas aufschreiben, sondern halt wirklich dieses Intentional Journaling machen und mit Intention schreiben. Das heißt, du nimmst dir nicht das Tagebuch und schreibst auf, liebes Tagebuch, heute war ich nicht in der Schule und heute habe ich das gemacht und es war wunderschön, ich wundere mich ein bisschen darüber und keine Ahnung was, sondern du nimmst dir eine richtige Frage und versuchst diese zu beantworten. Was für eine Frage ist, kann ganz individuell sein, also es kann eine Frage sein, die du innerhalb eines Tages klären kannst oder eine größere philosophische Frage. Das ist eigentlich erstmal nicht wichtig. Also schreibst du dir diese Frage auf und dann kannst du über diese Frage meditieren und keine Ahnung, was du damit noch machen willst. Aber ich kann dir mal sagen, wie ich das immer so mache. Also ich schreibe die Frage oben auf, nachdem was ich gerade an dem Tag halt beantwortet haben möchte oder worüber ich gerne philosophieren möchte, und schreibe dann diese Fragestellung oben quasi als Überschrift auf. Und dann habe ich so zwei Tipps, mit denen ich diese Frage dann beantworte, denn ich kann es ja wahrscheinlich nicht so ganz direkt beantworten, aber es geht ja auch darum, dass du in den Prozess des Überlegen kommst. Das heißt, du schreibst Tagebuch, aber über diese Frage, und deswegen, ja, führst du in deinem Kopf so eine eigene Diskussion darüber und kommst so auch schnell zu dem Ergebnis, also hoffentlich. Aber jetzt kommen wir zu den zwei Tipps, die ich benutze und anwende. Ich denke mal, dass viele Leute in ihrem Leben ein Vorbild, ein Idol haben, eine Person, zu der sie hinaufschauen und eine Person, die sie sehr inspiriert. Und ihr könnt euch diese Person vorstellen und euch so überlegen, was würde diese Person in diesem Zustand machen? Also was würde die Person überlegen, denken, wenn sie diese Frage gestellt bekommt. Das ist jetzt egal, ob ihr religiös seid und irgendwie sowas sagt wie What would Jesus do oder keine Ahnung was. Vielleicht ist es auch eure Mutter, euer Vater, eure beste Freundin oder keine Ahnung was. Einfach irgendjemand. Und vielleicht hilft es euch noch, einen anderen Blickwinkel auf die Situation zu bekommen und es aus anderen Augen zu betrachten. Und darum geht es auch bei meinem nächsten Punkt. Und zwar sollte ich überlegen, was würde ich einer Freundin raten? Ihr liest diese Überschrift, also diese Frage, und fragt euch, was würde ich antworten, wenn meine Freundin mich das fragen würde? Oder wenn meine Freundin in diesem Dilemma stecken würde oder diese Frage haben würde, was würde ich ihr denn raten, was sie machen sollte? Und ich denke, dass euch beide Tipps helfen werden, nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Situation zu werfen und nochmal zu überlegen, hey, was ist es eigentlich, was bedeutet das eigentlich wirklich? Und wo wir gerade schon von Dilemma reden, habe ich noch eine weitere Übung für euch. Vielleicht kennt ihr das Buch Das Kind, in dem muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher und ich liebe dieses Buch wirklich sehr. Und ich erinnere mich an eine Übung, die hieß Gehen entlang der 8 oder Laufen entlang der 8. Und es geht so, dass du zwei Blätter hast und dann schreibst du quasi dein Dilemma auf und diese zwei Lösungen, die es dafür gibt, oder zwei Option, für die du dich entscheiden kannst, dann machst du die quasi auf deinen Boden und überlegst dir so eine 8. Und dann gehst du quasi vorbei in eine 8
Und das kann auch sein, dass eine Person neben dir steht und dann immer diese Sache vorliest. Das heißt, wenn du hier bist, dann sagt dir diese Person diese Option. Und wenn du hier bist, sagt die Person diese Option. Und innerlich wirst du dich irgendwo hingezogen fühlen. Das ist dann quasi diese richtige Entscheidung. Also ich habe das noch nie probiert und weiß deswegen auch nicht ganz, ob das funktionieren wird. Aber ich wollte es ja mit euch teilen an dieser Stelle. Weil vielleicht hilft es euch ja. Deswegen hier mein Tipp. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Tagebuch schreibt, ob ihr auch Intentional Journaling schreibt, macht oder ob ihr es mal ausprobieren wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder bei einem neuen Video von mir, da ich jeden Donnerstag und Sonntag um 16 Uhr hochlade. Also sehen wir uns dann am Sonntag um 16 Uhr wieder oder bei meinem Instagram-Account Lara Emily Official heiße ich da. Könnt ihr gerne mal gucken für Daily Content von mir. Ja, ansonsten viel Spaß. Heute noch an diesem wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bleibt gesund, fröhlich und habt den besten Tag eures Lebens. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Tschüss.